Sehr schön. Das ist doch keine unerfolgreiche Höhlenexpedition, würde ich mal behaupten. Wir finden doch hier schon so einiges. Den Bogen können wir theoretisch auch wegwerfen. Ist auch nicht so wichtig. Tja. Gut, eine Erde ist jetzt natürlich noch weniger wichtig. Huch. So, Eisen. Wunderschöne Musik. Im Hintergrund. So. Überall Kohle hier. Der Wahnsinn. Können wir eine ganze Großstadt mit beheizen, glaube ich. Und Level 20 sind wir auch schon wieder. Mehr oder weniger alleine durch das Abbauen von Kohle. So, jetzt die Frage, wie kommen wir hier hoch? Das war schon mal gar nicht so schlecht. Weil auch die Frage ist, ob wir hier überhaupt hochkommen wollen. Denn je weiter nach oben wir gehen, oh, desto unwahrscheinlicher ist es, dass wir Diamanten finden. Huch. So, wir beeilen uns mal, dass wir von dem Creeper wegkommen. Oh, ich glaube, der hat uns schon wieder aus den Augen verloren. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Hier waren wir noch nicht. Huch. Ich hab jetzt echt die Fackel ins Wasser gestellt. Das war ja doof. Gott, hier ist aber auch nichts Spektakuläres. Auch nichts Unspektakuläres. Hier ist einfach nichts. Und da war der Raum von eben. Alles klar. Haben wir das hier auch erforscht? Die Kohle da oben gleich jetzt mal drin. Uiuiui. Man muss ja auch nicht um alles hier geizen. Na du? Oh. Oh. Das war ja jetzt fies hier. Ja. Ihr seid ja nicht so schlau, ne? Die Musik ist wundervoll. Aber soll sie auch nicht sein. So. Es könnte sein, dass wir uns gleich wieder mit den Creepern treffen. Sehr schön. Gut. Frage, wo kamen wir her? Hier, ne? Sieht gut aus. Nicht ruckeln. So, hier waren wir nämlich noch gar nicht, wie es aussieht. Ein Kribbelkind, ein Krabbelkind. Ein Flitzekind, so habe ich sie immer genannt, ne? Das waren die Flitzekinder. Ey, voll fies, was der hier für Zacken läuft. Das mich noch ja nicht erwischt hier. Der Sack. So.
So, hier waren wir schon. Okay, gut. Das macht es natürlich weniger unübersichtlich. Da oben ist Lapis Lazuli. Was sich gut versteckt hat. Hätte ich sonst gar nicht gesehen. So. Machen wir es mal so. Ach, das ist sogar eine Sackgasse hier. Okay, dann nehmen wir hier noch die Kohle mit. Und dann können wir uns auch so langsam, glaube ich, auf den Rückweg machen, weil, wie gesagt, viel mehr können wir eh nicht mitnehmen, rein vom Platz. Und, ja, dann haben wir uns diese kleine Höhle, die gar nicht so klein war, eigentlich auch mal angeguckt. Naja, gut, doch, die war eigentlich relativ... Sie war human, also es war okay. Kann man nichts sagen. So... Gut. Wir können noch da reingehen, wenn wir schon dabei sind. Hallo. So, wo geht's hier hin? Hoffentlich auch in der Sackgasse. Das ist keine Sackgasse. Oh, da ist ein Creeper. Ein Creeper, ein Creeper. Ja, ups. Da war der nach 3 Schüssen noch gar nicht tot. Was ist denn da los? Was ist da los? Man weiß es nicht, ne? Okay. Hier waren wir wohl auch noch gar nicht. Vielleicht sind hier irgendwo Diamanten. Wer weiß. Oh Mann. So viel zu, dann können wir gleich gehen. Ah, wenn man sich da so drauf stürzt, dann gibt es doch noch mehr Schaden. Ich dachte irgendwie, das hätten die im Laufe der Zeit mal rausgepatcht. So, wenn wir die Fackeln zusammenstackt, dann haben wir auch nochmal ein bisschen mehr Platz. So, Frage, Antwort. Alles klar. Weiter geht's. Das Eisen ist mir jetzt ein bisschen zu heikel, aber wir gehen nochmal hier durch. Denn da hinten geht's weiter. Ba, ba. Jetzt auch nochmal Eisen. Und hier waren wir wohl schon mal. Aha. Nehmen wir das Eisen mit. Zumindest das, was wir kriegen können, ohne uns dafür umzubringen. Das hier können wir auch noch kriegen, oder? Ja. Yeah. So. Aha, hier sind wir wieder. Aha. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt aber wirklich aus der Höhle raus. Das reicht ja jetzt auch schon. Wir haben einiges an Rohstoffen gesammelt. Und mit unserer tollen Taktik, die mir, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, immer in die Kommentare geschrieben hat, nämlich die Fackeln immer links zu setzen, werden wir hier auch relativ leicht rausfinden. Auch wenn ich jetzt schon wieder einen Gang finde, der ist aber wenigstens eine Sackgasse. Sodass wir jetzt hier noch ein bisschen was mitnehmen können. Ja, diamantentechnisch war es jetzt nicht die ganz geile Höhle, aber immerhin haben wir überhaupt Diamanten gefunden. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Von daher... Oh. Und das hier für ein Betrug? Naja, toll. Das hat sich ja gelohnt, da zu verstecken. Lieber Map-Editor. So, Map-Editor, Map-Creator oder wie auch immer das Ding heißt. Lieber Algorithmus. Algorithmie. So, Eisen. Gerne gesehener Gast in meiner Tasche.
Und dann können wir uns auch, wie schon angekündigt, langsam verpieseln. Auch wenn hier noch irgendwo eine Höhle zu sein scheint. Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf komme. So, jetzt mal hier. Warte mal. Jetzt bloß nicht verlaufen. Ja. Ja, jetzt bloß nicht verlaufen, ne? Wo kam ich nochmal her? So, hier müsste ich doch zurückgehen, oder? Hier sind die Fackeln links. Ah, hier sind die Fackeln auch links. Und da ist auch das Holz, alles klar. Na, kurz mal gezittert. Aber wirklich nur ganz kurz. Glaube ich, hoffe ich. Der Weg hier fühlt sich irgendwie falsch an. Voll viel dunkel. Ich glaube, das war die allererste Weggabelung dieser Höhle, oder? Ja, hier sind wir wieder im Schacht. Alles klar. Gut, wir können jetzt hier natürlich noch die ganzen Gleise mitnehmen. Zumindest einen Teil davon. Weil ich fürchte, dass wir auch dafür keinen Platz mehr haben. Was da unten noch so gibt. Auf jeden Fall eine Menge Eisen. Bei solchen Lavaseen gibt es ja immer ganz gerne mal Diamanten. Gucken wir mal. Vielleicht ist ja auch unter der Lava was versteckt. Wäre auch nicht das erste Mal. Aber diesmal gehen wir wohl leer aus, wie es aussieht. Schade. Na gut. Ich möchte jetzt auch nicht die ganze Lava umgraben. Wäre ja auch ein bisschen übertrieben. So, Eisen, da ist die nächste Hacke kaputt. So. Da ist ein Skelett. Das wollen wir jetzt nicht näher begrüßen. Und da hat gerade kurz die Welt aufgehört zu laden. Das ist auch interessant. Es ist scheinbar Nacht draußen, wie es aussieht. So. Also Eisen ist auch hier wieder sehr viel am Start. Das ist schon mal gut. Samimu.